Hallo und willkommen zurück zu GTA 5 Story Mode. Wir sind zurück hier mit Franklin. Wir haben ja letztes Mal mit Michael die Vorbereitung zu unserem ersten Raubüberfall, also unser erster Heist, gemacht. Kann ich mir hier rein? Hey Brudi. Kann ich dich ausrauben? Nein, wollen wir natürlich nicht. Ja, und wir wollen jetzt mit Franklin, weil Franklin macht da natürlich gerne mit. Oh Gott. Wir wollen jetzt mit Franklin Michael wahrscheinlich besuchen, um da mitzumachen. So. Wo ist denn Michael? Michael ist da oben. Dann ab geht's. So. So, Motor anmachen und let's go. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen wieder von der letzten GTA Story Mode Folge. Weil ich noch mit dem Mission was anderes beschäftigt war. Und dazu werde ich wahrscheinlich morgen keine Folgen oder generell Videos rausbringen, weil da ja die Kampagne von MW3 kommt. Und da werde ich mich wahrscheinlich nur darum kümmern. Aber Videos kommen von der Kampagne erst nächstes Jahr. Weil dieses Jahr will ich einfach meine jetzigen Projekte abschließen. Und bis zum 15. Werde ich dann keine Videos mehr hochladen. Da werde ich nämlich nur noch mich auf das Best-of des Jahres fokussieren. Deswegen wollte ich das hier schon mal ansprechen. Falls irgendwelche... Jetzt hör mal auf zu hupen. Du nervst meine Aufnahme. Falls irgendwelche Leute kommen und sagen... Warum kommen jetzt keine Videos mehr im Dezember? Genau deswegen. So, danke, Michael, dass du hier aufmachst. Ah, netter Kerl. So. Ist ja auch... Komm mal als Michael wieder um... Ach, nee. Ich darf nur als Michael hier. Okay. Schade. Dann dürfen wir leider hier nicht mehr... Aber ich kann gar nicht wechseln. Guck mal, ich gehe auf hier alt. Aber. Aber ich kann hier rein, oder? Guck mal, wenn ich jetzt hier hingehe. Nee. Wahrscheinlich muss ich erstmal wieder hier raus. Damit ich hier wechseln kann. Weil es wäre ja ein bisschen komisch, wenn der Wagen hier noch drin wäre und du dann wechseln kannst. Vor allem, wenn ich dann mir vorstellen muss, dass ich dann später drei Charaktere dann auch noch wechseln kann. Ah ja, genau jetzt. So, okay, ich habe mich vertan. Wir können das nur mit Maike machen. Und da ist er auch am Fahren. Oh Gott, wo bist du denn, Maike? Wir müssen da oben hin. So, einmal wenden und los geht's. Ja, müssen wir leider nochmal fahren. Bisschen blöd, 3 Kilometer. Ja, auf jeden Fall freue ich mich dann irgendwie 10, 12 Tage. Ich weiß nicht, wie lange das dann bis zum 31. ist, das Best-of zu schneiden. Ich werde das in Monatsabständen einteilen, also da kommt dann Januar, Februar und dann kommen da immer die Highlights zu den Sachen, die ich da gespielt habe. Zum Beispiel Januar habe ich ja sehr viel von Peace Pipe Bros 4 gespielt, da kommen dann halt sehr viele sehr viele Highlights von diesem Projekt. Aber natürlich die Projekte auch, die ich an diesem Monat gemacht habe. Weil es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich aufs Spiel gehe und dann wäre das halt so komisch undurchsichtlich. Ja, und es wäre auch schlecht für mich, weil ich muss ja die ganzen Sachen nochmal raussuchen. Weil ich habe, das Ding ist, ich werde mir wahrscheinlich nächstes Jahr alles auf eine Festplatte raufpacken. Denn das ist dann viel bequemer, wenn ich dann wieder Best-ofs schneide, dass ich dann alles auf eine Festplatte drauf habe und ich dann keine Sorgen mehr machen muss, dass ich die ganzen Sachen wieder runterladen muss. So, jetzt habe ich halt wieder das Problem, dass ich alle Dateien herunterladen muss, aber auf keinen Fall von
YouTube-Studio selbst, denn da wird alles von 720p heruntergeladen und das sieht dann halt sehr schäbig aus. Da werden wir das dann alles mit einem Encoder. Oder was ist ein Encoder? Nee, Videocoder. Videoencoder. So was, glaube ich. Werde ich das dann machen. So, sind wir angekommen. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV! Nothing at all! I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah, bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad, I got just the thing to show you. Begib dich zum Fahrradverleih. Ja, also, ich würde jetzt sagen, das war eine gute Message, die hier verteilt wurde. Also, richtig gute Ansage hier. Also, Maike hat jetzt einfach seinen Fernseher zerstört. Oder es war ja seine eigentlich. Ich wäre zwar auch sauer, aber es finde ich genau richtig. Denn der hört gar nicht auf Maike und dazu noch, ja, beleidigt er die ganze Zeit nur noch. Und er sagt halt, go away. Was ich halt echt ein bisschen respektlos finde, weil das ist sein Vater. Und da kann ich auch verstehen, dass man dann den TV smasht. So, aber dann ab zum Lovely Beach oder wie das heißt, ich vergiss immer den Namen. Sensibilities, when yours are so unbelievably fuck-faced. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Driver's choice. Old man despot. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it! And who knows what... Well, you don't see me driving! And who knows what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed! You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy? A crook, a killer, a thief, a liar... I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well,
That's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Also ich finde, der Michael geht ein bisschen zu hart mit der Sache, halt wie man das Kind bezieht, weil, ganz ehrlich, dann hättest du ja davor schon gucken können, wie das Kind da ihre Sachen da macht. Aber ja, halt dann so halt umzugehen, ist jetzt auch nicht so gut. Er geht da mit seiner Frau auch nicht so ganz normal um. Da wundert mich das jetzt auch nicht so krass. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Ist das wieder so ein Drogendealer? Das hoffe ich mal nicht. Ja. Letztes Mal war mein Boot weg, also. Hey, you! Two bikes. Take your pick. Ach, ich darf jetzt einfach so ein Fahrrad nehmen. Yo, thanks. Ach so, das ist so ein... Okay, du nimmst das Fahrrad und zahlst es dann am Ende. Okay, liefert ihr mit Jimmy ein Rennen zum Pier. Okay, Jimmy. 3, 2, 1, los geht's, Jimmy! Alright, but if I beat you, you're gonna behave like a human being! Oh, okay. Dann geht der außen rum. Ah, Scheiße! Don't give him the pleasure. Schneller Opa. Ein Bunnyhop kann ich machen. LOL. Mike ist so sportlich, er kann sogar einen Bunnyhop. Einfach schneller. Ein Wheelie kann ich sogar auch noch machen. Hä? Ich hab das jetzt irgendwie nicht verstanden. Jo! Wie schnell ist der denn? Komm, Opi. Gib Gas. Mann. Michael! Ja, aber irgendwie bin ich jetzt so langsam, Alter. Gib doch mal mehr Gas. Du darfst doch nicht verlieren mit deinem Sohn. Und dann hast du echt Scheiße gebaut. Komm, wir skippen jetzt einfach hier. Ich mache jetzt hier einen auf 31er. Obwohl, selbst das hilft mir nicht mal viel. Boah, Michael. Ja, jetzt ist er ein bisschen schneller. Aber halt auch nicht viel. Was muss ich denn drücken, dass der richtig Gas gibt, Junge? Komm, Michael, schneller! Ja, nee, unmöglich. Wie soll man den Jimmy einholen, wenn der so schnell fährt? Aber okay, die heutige Jugend, ach, die fährt so schnell. Hol dir am besten nächstes Mal ein E-Fahrrad. Ja, dann geh doch aus dem Weg, meine Güte. Also nächstes Mal nicht so ein Bike. Oder vielleicht ein Citybike, das ist besser. Der ist schon da, wenn ich hier noch am Radeln bin. Komm, gib doch mal Gas. Gibt's hier irgendwie so Tricks? Also ja, ich kann hier ein Bunny Hopping machen. Aber viel nicht. Oh. Bitches. Gibt's das hier auch noch? Komm, schneller. Oh nein, ich blamier mich richtig als Vater. Ey, was geht? Maike ist hier. Mit einer kleinen Radtour. Ja, dann geht doch aus dem Weg. Ich verstehe euch nicht. Ich fahre euch gerne um, wenn ihr nicht aus dem Weg geht. Ich weiß nicht, mit welchem Gang fährt er denn, Alter. Mit dem siebten? Dass er die ganze Zeit so straff radeln muss. Aber wir sind zumindest da. That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean,
Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Dad. Das ist ja schnell eskaliert. Und wie schnell hat sich denn Michael ausgezogen? Na gut. Dann retten wir unsere Porno-Tochter aus der Yacht. Irgendwie merkwürdig. Was haben meine Geschwister, sag ich schon, meine Töchter und Söhne alle mit Yachten zu tun, ey? Der eine wurde die Yacht geklaut und die eine bekommt Geld zum Vögeln und ist in der Yacht. Also, Maike hat echt ein schlimmes Leben. Der Arme, kein Wunder, dass er hier Bank ausrauben muss, damit er ein bisschen Geld bekommt, wenn seine Kinder nur Scheiße bauen. Aber ich bin gleich da. Oh, meine Ausdauer geht langsam echt zu biegen. Aber scheiß drauf. Maike ist immer noch durchtrainiert. Hat man ja vorhin gesehen. I'm a dancer, Hey, Mantis! Whoa! Dad! Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come on. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on! Now! I'm about to skin you alive! Oh. God damn it! Go. Junge, Michael, was ist denn mit dir los? Jetzt müssen wir auch noch von irgendwelchen Verrückten hier weg. They're coming! Go into that outlet! Now my dad's shooting you! Warte, ich erschieße dich. Get the epic message! Alright! Verpisst euch! Sehe mich gerade an Fuck You Goethe 2, wo die von irgendwelchen italienischen Mitbewohner oder Einwohnern heißt es, glaube ich, fast erschossen wurden. Die kamen da wirklich mit Messern und Pistolen an. Hab ich den einen erschossen? Nee, der lebt immer noch. Okay, Michael, jetzt müssen die besten Schüsse kommen. Ich habe leider nur eine Pistole. Jetzt halt mal die Klappe. Muss mich konzentrieren. Hab ich ihn jetzt endlich. Junge, der ist nackt und trotzdem. Dad, Tunnel, Dad! Daddy, ja! Just him. Ja! Er soll auch so Maybe sein. He's just injured. Can't you see What he's the fuck? A psycho? Go away! Ja! So! You killed him! Oh my god, this isn't happening! Just da bist du selber down. Schuld, wenn du mit dem Pornos drehst. Let me take you back to your brother. Ich soll zum anderen Ufer. Das ist doch auch ein Ufer. Hä? Will mich das Spiel verarschen? Als wenn das jetzt so einen Unterschied macht. Cool. See, it's okay. I'll take you back to gym. Ja toll. Sind die aber nur weg, anstatt dass ich die erschossen habe. Du bist eine Pornodarstellerin. Jimmy! You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay?
He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Mann, der Arme. Ey, wirklich, er will nur so ein schöner Vater sein, will mit dem was machen, aber er findet's halt blöd, dass erstens sein Sohn nur am Spielen ist und nur beleidigen ist, deswegen hat er auch den Fernseher zerstört, und dass seine Tochter halt Pornodarstellerin ist. Und wie gesagt, mit nicht so seriösen Leuten arbeitet. Okay, aber ich wollte eigentlich die Hauptquest weitermachen mit hier Bankausrauben und so. Aber wie ich das mache oder so, ist mir noch unklar. Hier, machen wir das mal. Fremde und Freaks. Die Folge ist eh gleich vorbei, also wenn wir jetzt nochmal schnell das abhaken. Obwohl, was? Ich beende jetzt schon die Folge, Leute. Wir haben heute schon genug gemacht. Also, unsere Kinder gerettet vor Pornodarstellern. Ein paar Transporter von Bugstars stehen bei deren Lagerhaus im Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich dich von hinten ein. Hä, ist das jetzt die... Ist das jetzt dieser Lästerauftrag? Dieser Lästerauftrag, das ist auch ein schönes Deutsch. Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein paar Bonus-Level machen und vielleicht die Hauptstory endlich mal weitermachen. Ich glaube, das HS ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Ja, das ist, glaube ich. Genau, Raubüberfall-Vorbereitung. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge den Raubüberfall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.